Und deshalb treffe ich Tim, seine Mama Maren, seinen Papa Andreas und seine Schwester Sina. Tim ist ein riesen Fußballfan. Seine Lieblingsvereine Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart. Wer ist das denn? Pierre-Emerick Aubameyang. Ist ein guter Spieler? Ja, der ist Torjäger jetzt. Torjäger? Ja. Ich brauche einen Moment, um Tims Aussprache zu verstehen. Aber Tim macht mir schnell klar, mit Fußball kennt er sich aus. Wie heißt er? Timo Werner? Ja, genau. Findest du ihn gut? Ja. Was ist an dem so gut? Weil er gut rennt. Und der Torhüter da heißt Manuel Neuer. Und der Dortmunder Mats Hummels, der Trainer von Deutschland, heißt Joachim Löw. Das wusste ich sogar. Tim kam mit Down-Syndrom zur Welt. Das ist keine Krankheit, sondern eine Besonderheit in den Körperzellen. Das Down-Syndrom gehört einfach zu Timmy dazu. Kinder wie er können vieles lernen. Die meisten brauchen dafür nur mehr Zeit. Tim ist fröhlich, liebt seine Familie, hat Freunde und Hobbys, wie andere Kinder eben auch. Sina ist 6 Jahre jünger als ihr großer Bruder. Trotzdem kann sie vieles schneller und leichter als er. Beim Spielen ist das aber meistens egal. Sehr gut, sehr gut. Nochmal dran! Tim hat's voll drauf. Greif mich an! Gibt's denn auch irgendwelche Spiele jetzt hier außerhalb vom Garten, die jetzt vielleicht nicht so gut klappen wie das Federballspielen zwischen dir und deinem Bruder? Ja, zum Beispiel halt so Quizspiele, da weiß er halt viel nicht und so Nachdenkspiele einfach. Wenn man Stadtlandfluss spielen will, dann sagt er halt irgendwie auch manchmal, nee, ich will nicht oder so, weil er halt auch, glaube ich, weiß, dass er es dann nicht so gut weiß. Wissensspiele gehen also nicht so gut. Dafür malen Sina und Tim viel zusammen. Ich finde, die zwei sind ein super Team. Tim, was gefällt denn dir an deiner Schwester gut? Was magst du an der Sina? Fällt dir da was ein? Dass ich sie mag, ja. Und warum? Ja. Warum? Das möchte sie gerne wissen. Weil du nicht bist. Ich bin für dich leise. Wenn du zu laut bist, renn für dich zu Karim Bellarabi, tanze rote Stücke, Adbeer aus! Timmy zieht sich oft auch mal zurück. Dann spielt er am liebsten Fußballreporter. Manchmal geht das stundenlang. Dann klein auf Werners 1 und 3. Minute. Sina, was mich mal total interessieren würde, ist, wie ist so der Alltag mit Tim für dich? Wenn man irgendwie unterwegs ist, wenn er halt so rumblödelt und so rumspringt und sich halt immer versteckt oder so, dann macht er immer so komische Geräusche wie so ein Affe oder so und springt dann auch so rum und das ist manchmal ein bisschen peinlich, weil ihn dann die ganzen Leute gucken. Gibt es einen Wunsch, den du für Tim hast? Also ich würde ihm jetzt nicht die Behinderung wegwünschen, weil es, ich glaube, schon einfach schön ist, weil er halt dann einfach netter ist, glaube ich, weil wenn ich das bei meinen Freunden so mitkriege, die sind auch nicht immer netter zu ihnen. Manchmal ist Timmy dann einfach lieber und ich habe eigentlich keinen so wirklichen Wunsch. Er ist so gut für dich, wie er ist. Ja. Das ist doch schön, oder? Ja. Wenn er anders wäre, wäre ich zwar dran gewöhnt, aber ich finde es so schön, wie es jetzt ist. Tims Verein spielt und alle fiebern mit. Auch wenn Timmy anders ist, für mich sind die vier eine super glückliche und coole Familie. Also ihr Lieben, ich hatte heute einen super schönen Tag mit Sina und Tim. Ich habe ganz viel von den beiden gelernt. Und klar, das Leben mit Behinderung ist anders, aber es ist ganz besonders und voller schöner Momente.